Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht's um den zweiten Split, der tagesaktuell, wenn ihr heute wirklich aktuell das Video seht, zum 29. um 19 Uhr startet, was mich ein bisschen verwirrt, dass wenn ich jetzt Stand 15 Uhr bei Apex Legends, ich kann ja mal kurz switchen in die Live-Ansicht, seht ihr, dass Ranked in einer Stunde vorbei ist. In einer Stunde, wir haben es jetzt Punkt 15 Uhr, ist ein bisschen kurios, keine Ahnung, was da los ist, ob das schon ein bisschen früher endet. Falls ich das falsch interpretiere, ich spiele so selten Ranked, könnt ihr mich natürlich auch gerne berichtigen. Es geht um den Split 2, es gibt echt wenige Informationen. Ich möchte euch aber ans Herz legen, was eventuell auf uns zukommen könnte. Und es geht um die Season 7, da habe ich ein bisschen was zusammengetragen, was uns dort erwarten könnte. Und ganz am Ende des Videos habe ich noch eine richtig geile Information oder ein Bild, was heute auf Twitter gepostet wurde von einem sehr zuverlässigen Dataminer, der hat ein Bild gepostet von den zukünftigen Legenden, als ihr kennt das, wenn ihr in dem Auswahlbildschirm die ganzen Legenden seht. Ich gehe hier einfach mal kurz in den Loadout. Gibt es hier diese Bilder von den Legenden hier so, und dort sehen wir ein komplettes Loadout der nächsten Legenden, die in den nächsten ungefähr 2 Jahre sollte es sein, noch kommen sollen. Und dort gibt es eine Überraschung. Ich sage nur Ashe für alle, die Titanfall-Fans sind. Dazu aber ganz zum Schluss. Ich bin selber mega überrascht. An der Echtheit könnte man natürlich von dem Bild her noch zweifeln. Aber wie gesagt, ein sehr bekannter Dataminer namens Biast12 hat dieses gepostet. Und es könnte tatsächlich sein, dass da eine Menge dran ist. Und Ashe tauscht eventuell den Platz mit einer anderen Legende. Dazu aber später mehr. Ich möchte jetzt erstmal darüber reden, was uns heute um 19 Uhr eventuell erwarten könnte. Kurioserweise hat sich bis jetzt oder es gibt aktuell Stand jetzt keine Informationen, ob es einen Riesen-Patch wie zum Beispiel in Season 5 geben wird, was den Split betrifft, ob es irgendwelche Riesenänderungen an den Waffen, an den Legenden und so weiter geben wird. Erinnert euch, in Season 5 gab es einen Riesen-Patch, da wurde so viel an den Legenden geändert, Waffenmeta und so weiter, und dieser Patch hat eigentlich eine Menge Spaß gebracht. Stand jetzt, wie gesagt, gibt es keine Informationen. Das Einzige, worüber man munkeln könnte, habe ich schon drüber gesprochen, einmal natürlich der Pathfinder-Buff, der angekündigt wurde, offiziell bestätigt von Respawn, nur ist aktuell nicht bekannt, wann genau. Es hieß nur sehr, sehr zeitnah. Also können wir davon ausgehen, dass es entweder heute zum Split um 19 Uhr ist oder zum Start von Season 7, was auch übergreifend natürlich für die Infos für Season 7 gelten wird. Dann, was man auch eventuell erwarten könnte, glaube ich aber erst, dass es in Season 7 passiert, das kann das Comeback von Skulltown. Auch dieses wurde von Respawn bestätigt, dass das auf eine gewisse Art und Weise zurückkommt, nur nicht als Standard Platz auf dem Kings Canyon. Ich gehe von dem Party-Modus aus. Auch darüber habe ich berichtet, möchte ich jetzt nicht zu viele Details verlieren. Dann können wir natürlich davon ausgehen, in Split 2 hat jetzt aber mit einem Patch nichts zu tun, sondern was wir einfach in den nächsten Wochen bis zum Ende von Season 6 erwarten können, ist natürlich das Erbstück von Caustic. Das soll auch bestätigt sein. Und das UFO habe ich auch schon drüber berichtet. Dieses UFO soll ab Mitte Oktober im Wochenrhythmus an verschiedenen Punkten auf dem World's Edge zu finden sein. Gestartet oben rechts wird, nicht Skyhook, wo waren das? In der Nähe von dem Bloodhound-Spot soll es wohl erstmalig etwas weiter weg am Himmel zu sehen sein. Wenn es da nähere Informationen gibt, werde ich euch natürlich darüber berichten. Was ist mit dem UFO noch so auf sich hat, angeblich soll es ja auch ein Spot sein, auf dem man landen kann und auch zocken kann. Habe ich auch schon euch was gezeigt, wie jemand mit einer Waffe rumfeuert, so eine Art Granatwerfer, wo nur so eine Tennisbälle rausgeschossen kam. Ich werde euch jetzt auch das nicht als Animation zeigen, weil das Video unnötig in die Länge gestreckt wird. Ich habe darüber auch schon mal berichtet. Ich versuche das hier oben zu verlinken, wer die Animation nicht gesehen hat. Ich versuche das euch zu verlinken und da könnt ihr dann nochmal reinschauen. Was habe ich noch alles nicht erzählt? Ach so, natürlich werde ich heute tagesaktuell in den Split 2 hinein streamen auf Twitch. Wer das noch nicht mitbekommen hat, ich streame in Zukunft auf Twitch. Und jetzt möchte ich über sämtliche Informationen, die ich zu Season 7 zusammengekratzt habe,
reden und ganz zum Schluss, wie gesagt, über die zukünftigen Legenden nochmal ein kleines Update. Season 7, ganz hoch im Kurs natürlich. Was wird alles kommen? Olympus als neue Map. Natürlich nicht offiziell bestätigt, bis heute nicht, weil sich Respawn dort absichtlich wahrscheinlich nicht in die Karten gucken lässt, weil jetzt in den letzten Wochen und gefühlt Monaten so eine Menge schief geht. Auch servertechnisch hoffe ich, dass endlich mal was passiert. Die Server fucken so ab. Und das Traurige finde ich Stand heute, dass weder mal Stellungnahme auf die Serverprobleme genommen wird und die Sounds bis heute etliche Steps-Probleme und so weiter, dass man da vieles nicht hört. Das jetzt einfach nur mal am Rande bemerkt. Natürlich, wie gesagt, Olympus als neue Map. Hoffen wir alle, dass wir endlich eine neue Map bekommen. Mehr Abwechslung. Was geil wäre, natürlich auch mal eine Map-Rotation, die wir selber in der Hand haben und selber entscheiden können, auf welcher Map wir starten. Wenn Olympus natürlich als Map Season 7 kommt, können wir davon ausgehen, dass wir die ersten zwei Wochen wahrscheinlich ungefähr nur Olympus spielen können. Das kennen wir ja schon. Wenn irgendwas Neues passierte, wie zum Beispiel die Vergewaltigung von Kings Canyon, jetzt in Season, oh Gott, war es in Season 5, wo die so heftig kaputt gemacht wurde, oder war es Season 6, jetzt stehe ich selber mega auf dem Schlauch. Dort war es auch so, dass am Anfang, ich glaube, 10 oder 14 Tage nur Kings Canyon gespielt werden konnte. Und so können wir in Season 7 auch davon ausgehen, dass wir die ersten 10 bis 14 Tage nur Olympus spielen werden. Natürlich gibt es wieder die ganze Split-Geschichte mit den Ranked-Geschichten und so weiter. Vielleicht gibt es dort 3 Splits. Das ist jetzt spontan eine Vermutung von mir. Wenn wir 3 verschiedene Maps haben, vielleicht gibt es dann 3 Splits. Ich muss aber dazu sagen, ich bin kein Freund von den Splits, weil das ganze Ranked-System schon meiner Meinung nach ein riesen Blödsinn ist und absolut für den Arsch ist. Und das hat, naja, egal. Möchte ich nicht weiter drauf eingehen, ansonsten sprengt das die ganze Liste und sonst fange ich wieder an, nur negativ darüber zu sprechen. Aber ihr könnt euch gerne mal drüber auslassen, was ihr von Ranked haltet. Zumindest mit dem Split und so weiter, das Zurücksetzen, das finde ich alles ziemlich schwachsinnig. Als kleine Information, auf was ich eigentlich für mich innerlich drauf eingehen möchte. Es kann nicht sein, dass ich jetzt letztens erst wieder Silberrang gespielt habe und habe als Ranked Mates 2 Predator-Spieler. Das kann nicht Sinn von Ranked sein. Und das ist einfach ziemlich blöd. Sorry, jetzt habe ich hier gerade ein kleines Problem mit meinem PC. Der springt jetzt hier einfach rum. Als nächstes eine neue Waffe. Natürlich möchte ich euch 2 Bilder zeigen. Wir haben ganz hoch im Kurs den Granatwerfer. Bevor wir die Volt SMG in Season 6 bekommen haben, standen ganz hoch eben im Kurs die Volt SMG. Oder aus Titanfall ebenfalls bekannt, dieser Granatwerfer. Als ich darüber berichtet habe, hat sich die Community überschlagen mit Negativkommentaren über diesen Granatwerfer. Kann ich völlig verstehen. Ein Granatwerfer, muss ich sagen, passt bei Apex Legends meiner Meinung nach ebenfalls nicht rein. Auch hier könnt ihr die Diskussion gerne nochmal neu entfachen, was ihr von einem Granatwerfer halten würdet. Ich würde es wirklich kacke finden, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Granatwerfer kann ganz schön abfacken. Auch ganz hoch im Kurs ist dieser Bogen. Gott, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser Bogen hieß als Bezeichnung. Auf jeden Fall ist dieses Bild vor einigen Wochen auf Twitter und Instagram und wo sie, was es nicht alles für Plattformen gibt, aufgetaucht. Es gab wieder so einen Devstream vor einigen Wochen, Monaten, keine Ahnung. Und dort ist dieser Krypto-Spot zu sehen und dort liegt dieser Bogen auf dem Boden. Ihr könnt sicherlich selber erkennen, dass es ganz eindeutig so eine Art Bogen zu sein scheint. Und es gibt auch passend dazu in den Gamefiles die Munitionsart. Die Pfeile habe ich jetzt leider hier nicht vorbereitet. Aber es könnte da tatsächlich sein, dass wir in Season 7 als neue Waffengattung Pfeil und Bogen bekommen. Würde ich mega, mega feiern. Fanden auch nicht alle geil, aber viele fanden die Idee ganz cool. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega stark. Was habe ich hier noch vorbereitet? Ja, genau. Es könnte sein, dass wir in Olympus ein Fortbewegungsmittel bekommen, mal abgesehen von den Jump Towern. Es wäre ja auch mal eine Abwechslung. Warum haben wir auf Kings Canyon und auf dem World's Edge Jump Tower? Warum ist das auf jedem Planeten gleich? Es wäre ja mal geil, wenn mal ein bisschen was anders aussehen sollte. Einfach, es ist einfach ein anderer Planet. Kann ja nicht mal alles gleich aussehen. Auch die ganzen Gebäude, die Bunker, das sieht für mich alles gleich aus. Ob das Kings Canyon oder World's Edge ist, finde ich sehr, sehr unkreativ. Deswegen, wie gesagt, könnte es sein, dass wir bald ein Hovercraft als Fortbewegungsmittel bekommen. Ich blende euch das nochmal ein. Das ist in den Gamefiles aufgetaucht. Das ist ein Waffencharm.
Und wir sehen ganz eindeutig, muss ich glaube ich, Moment, verdammt schlecht vorbereitet. Ich versuche es nochmal größer zu machen. Sorry für die schlechte Vorbereitung. Aber wir sehen hier direkt in der Seite am Einstieg das Wort Olympus eingraviert. Also es ist relativ eindeutig, dass es ein Fortbewegungsmittel auf der neuen Map sein wird. Ich könnte mir fest vorstellen, dass es tatsächlich dann auch so kommt. Habe ich alles erst... Achso, die neue Legende am höchsten im Kurs. Und da muss ich noch mal ein bisschen zurückrudern. Ich habe ja schon des Öfteren über die Legende Walk gesprochen. Fähigkeiten, Schweben, Fliegen und so weiter möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Kann ich auch noch mal das Video dazu hier verlinken über die zukünftigen Legenden, auch wenn ich gleich noch Informationen habe, die ein wenig diese ganze Liste über den Haufen werfen. Zumindest zum Teil. Aber ich gehe jetzt nicht auf die Fähigkeiten ein, wie gesagt. Walk sollte eigentlich Horizon heißen. Horizon taucht jetzt gleich in der neuen Liste als andere Legende auf. Und Walk heißt weiterhin Walk. Das wird die nächste Legende wohl sein. Und jetzt blende ich einfach mal das Bild davon ein. Moment. Vorher noch das Erbstück, was in Season 7 kommen soll. Watson. Watson soll das nächste Erbstück bekommen. Hat vor einigen Wochen Respawn selber was gepostet. Und es hieß... dass Season 7 in Bezug auf die Erbstücke elektrifizierend wird. Es gibt nur eine Legende, die mit Elektrospaß zu tun hat und das ist Watson. Also können wir davon ausgehen, dass Watson die neue Legende bzw. das neue Erbstück bekommt. Auch wenn wir eigentlich in Season 6 noch das Caustic-Erbstück, habe ich vorhin erzählt, das kommt ja erst in Split 2 quasi in dem Aftermarket Collection Event, was eventuell am 6. Oktober oder irgendwann rund um den 13. Oktober starten wird, das am Rande bemerkt. Und es hieß ja eigentlich, dass wir noch ein Erbstück für Bangalore Season 6 bekommen. Und stand jetzt glaube ich nicht, dass die kurz nach dem Aftermarket Event mit dem Caustic Erbstück noch das Bangalore Erbstück hinten dran schmeißen. Das soll so eine Art Polizei- oder Militärschlagstock sein. Deswegen gehe ich davon aus, das wird verschoben auf Season 7. Aber ich glaube nicht, dass das Watson-Erbstück verschoben wird. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt kommen wir zu dieser Liste. Nee, falsch. Das ist die Liste. Die sieht sehr, sehr unscharf aus. Man könnte deswegen munkeln, dass es vielleicht ein Fake ist. Was ich natürlich jetzt hier nicht vorbereitet habe. Sorry dafür, aber das kann ich euch erzählen. Man sieht ja über diesen ganzen Legenden das Menü. Und dort steht Season 6. Und da steht auch das Club-System. Das heißt, das ist relativ, naja, aussagekräftig. Das Club-System ist übrigens auch im Split 2 noch verankert, was mit Crossplay in Verbindung kommt. Na eben, Split 2, Crossplay soll ja auch noch kommen in Season 6. Also das Club-System soll auch noch in Split 2 kommen in Verbindung mit dem Crossplay-Geschichten. Was ist das Club-System? So kann man quasi plattformübergreifend sich so eine Art Freundesliste erstellen und noch ein paar andere Sachen, möchte ich jetzt aber weniger drauf eingehen. Interessant sind jetzt einfach hier die neuen Legenden. Die Namen sind halt sehr, sehr schlecht zu erkennen, was natürlich vermuten lässt, dass es ein Fake sein könnte. Ich gehe aber von einer extremen Echtheit dieser gesamten Geschichte aus. Wir sehen auf jeden Fall in der dritten Reihe nach Rampart Walk, die Legende, die in Season 7 kommen soll. Passt von der Reihenfolge, habe ich auch schon mal was gepostet. Die Reihenfolge zu den ganzen Legenden-Leaks hat bis heute auch immer gestimmt bis Rampart, dann kommt halt Walk als Season 7 Legende. Season 8 soll Blisk kommen, ist auch schon lange, lange bekannt. Und jetzt kommt nämlich der absolute Oberknaller, Ash in der letzten Reihe, ganz am Anfang. Ash soll tatsächlich eine komplett neue Legende sein, die in den Gamefiles so noch nicht in Erscheinung getreten ist, außer in Season 5 bei den Quests, wo wir den Kopf rund um Ash zusammenbasteln konnten. Und die Legende Downfall, die schon lange, lange in den Gamefiles drin war, ist jetzt wohl rausgeflogen und Ash hat den Platz dafür eingenommen. Ob jetzt natürlich die Fähigkeiten aktuell Ash für Downfall übernimmt, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Als nächste Legende wäre da Horizon, habe ich letztens erst drüber gesprochen. Eigentlich hieß es, dass Horizon wohl Walk sein soll. Der Name wurde wohl nicht geändert. Horizon ist eine eigenständige Legende. Was die wohl können wird, ist auch aktuell noch nicht bekannt. Als nächste Legende dann Fuse, eine komplett auch neue Legende, von der wir Stand heute auch noch nichts in den Gamefiles lesen konnten. Dann kommt
Oh Gott, diesen Namen kann ich leider gar nicht entziffern. Vorletzte, das könnte Prophet wahrscheinlich sein. Und die letzte Legende ist Husaria. Und auch hier ist sehr kurios, für die Legende Husaria gab es ein völlig anderes Bild. Und das Bild, was wir hier unten rechts sehen, war eigentlich das Bild für die Legende Prophet, die auch irgendwann noch kommen soll. Es kann sein natürlich, dass hier noch ein bisschen was in den Gamefiles durcheinander gewürfelt wurde. Oder es ist eben so, dass wirklich dieses Bild ein Fake ist. Aber falls das so sein sollte, dann ist das ein verdammt guter Fake. Sorry, dass ich jetzt Split 2 und Season 7 und die zukünftigen Legenden hier und da doch argumentativ oder informativ noch ein bisschen durcheinander gewürfelt habe. Das ist Stand heute auf jeden Fall das, was ich euch aktuell bieten kann. Ich gehe davon aus, dass wir heute zum Split 2, wie gesagt, noch ein Patch bekommen. Patch-Note-Video wird es dann morgen am 30. September, am Mittwoch, geben. Dort werde ich euch natürlich auch noch auf dem Laufenden halten. Irgendwann am frühen Abend werde ich dieses Video auch noch raushauen, sollte es wirklich was Informatives über Split 2 zu erzählen geben. Das war's soweit zusammengetragen von Split 2 und Season 7 und der fernen Zukunft von Apex Legends. Habt ihr noch irgendwas zu kritisieren, zu vervollständigen und so weiter, lasst es mich in der Kommentarsektion gerne wissen. Dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Nochmal den Shoutout. Twitch-lastig für alle Stammzuschauer, die auf YouTube immer eingeschaltet haben. Meine zukünftigen Streams und auch die aktuellen gibt es nur noch auf Twitch. Dort habe ich auch den Affiliate-Status schon erreicht und das nicht mal in 2 Wochen. Danke für den Support, wirklich sehr, sehr geil. Das war's jetzt von mir. Haut rein, ich wünsche euch was.